Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Wäre jemand oben auf dem Aufzug? Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Schieß die Vorsprungbremsen ab. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Als wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Schieß die Fahrstuhlbremsen ab. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen.
Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Schieß die Fahrstuhlbremsen. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Was denn, William? Uralte Artefakte. Alles hochtechnologisch. Pergament. Sieht nach einer alten Schrift aus. Das Regime scheint das Zeug rekonstruieren zu wollen. Gibt es Hinweise, woher das stammt? Dat Yishut. Doc Abel Apostroph. Abel Thea Leerzeichen. Yoke Item Charlie Hau Onkel Doc. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anya. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dat Yishut. Wird gemacht. William, sei vorsichtig. Sie gefällt mir, Blaskowitz. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dat Yishut-Zeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht. Eine noch. Okay, und los geht's.
Da sind ja meine Hubschrauber. Drücken aufs Werk. Guck ich hier der Wetter rein. Damals hatten die keine solchen Roboter und ich hatte eine Armee. Ich habe es
Okay, Soldaten, Tod-Roboter erledigt. Alles zerstört. Hubschrauber gesichert. Ihr seid echt verrückt, Alter. Oh mein Gott! Vorsicht! Nein, Klaus! Klaus, ist alles okay? In bester Ordnung, nichts gebrochen. Verdammt nochmal, Klaus! Pass besser auf, klar? Ich will nicht, dass du draufgehst. Captain, holen Sie Caroline und setzen Sie sie in den letzten Hubschrauber. Mein Held. Thank you.
an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Konnte mich kaum bewegen, musste kriechen. Hab mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja? William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen?